Was ist das? Lisa. Dreamwalker, never fall asleep. Ist das nicht so ein Wimmelbild-Dings? Nein, es ist das Wimmelbild-Dings. Achtung, dieses Spiel nutzt eine automatische Speicherfunktion. Schalte deine Nintendo Switch-Konsole nicht aus. Vor allen Dingen nicht, weil du den Text nicht rechtzeitig lesen kannst. Boah, Leute, das sieht so... Also, das ist so... Ich habe Angst, aber ich auch, wirklich. Also, ich bin so froh, dass ich zu Hause bin. Ich kann mir gleich eine neue Unterhose holen. Weil meine jetzige ist jetzt echt warm geworden. Sollen wir auf schwierig spielen? Wir sind Hardcore, wir spielen auf schwierig. Das ist komisch. Nein, das ist genial. Bitte, guckt euch das an. Das ist das Spiel schlechthin. Was a respected psychiatrist with a successful career. Oh, du bist ja so gut. In my practice, I use paranormal abilities to explore people's dreams. It worked perfectly until a few days ago, I received an email that led me to this town. Now, I'm in a real nightmare. Oh mein Gott, wegen einem Brief? Hätte sie diesen Brief mal an 5 andere Leute geschickt, dann hätte sie jetzt keinen Fluch an der Backe. Oh mein Gott, das Spiel ist zu Ende, sie ist tot. Sie ist tot. Soll ich den Stecker ziehen? My daughter Sandra has been in critical condition for weeks. The doctors have tried everything, but please calm down, Mrs. Perkins. Tell me slowly. Ganz ruhig. Erstmal umziehen. Du hast einen selten hässlichen Pulli an. What does it all mean? Heart action is stopped. Please step away. No, I must stay with my daughter. Please find the ordinator. Ist ja auch verständlich, ne? I will start resuscitating her. Oh mein Gott. Erstmal die Nachrichten angucken, wie das Wetter wird. Wenn es draußen schön ist, bleibe ich doch nicht hier im Kabuff. ja, also sie hat einen Herzstillstand. Wir können uns also Zeit lassen. Müssen wir jetzt ihr eine Herzmassage geben? Vielleicht erstmal eine Atemschutzmaske geben hier. Hier, atme, Mädchen! Und jetzt Herzmassage. Wo ist der Defibrillator? Hat sie sich auch die Ohren geputzt? Oh, im Pflaster. Ja, genau. Komm. Also, bitte. Was ist das Erste, was man macht, wenn man einen Herzstillstand hat? Richtig, man nimmt sich ein Pflaster. Ich will das Pflaster haben. Ich kann das Pflaster nicht nehmen. Benutzen? Pflaster. Doch. Hey! Das geht nicht? Ich verstehe diese Sprache nicht. Ich bin ein Türkländer. Oh Gott. Warte mal. Kann ich das Ding vielleicht einfach ausschalten? Dann nervt es uns nicht mehr. Ja, dann nehmen wir halt das Oktoskop. Nee, das geht auch nicht. Ich brauche irgendwie... Die ist doch schon längst tot. Der kann ich doch nicht mehr helfen, Alter. Ich muss irgendwo einen Defibrillator finden. Ach, der ist im Kühlschrank. Okay, Leute, es ist sehr interessant, dass das Ding schon so lange piepst, dass eigentlich noch gar kein Arzt oder Helfer oder sonst irgendwas reingekommen ist, um mal zu gucken, was ist hier eigentlich los. Ein super Krankenhaus, würde ich sagen, ne? Ah, ne, warte mal, das... Da geht's nicht. Interagieren, das geht nicht. Bevor es zu spät ist, Alter, die ist die... Also... Der kann man nicht mehr helfen. Ich brauche irgendwo einen Schlüssel.
Aber ich krieg keinen Schlüssel. Das ist immer nur das Gleiche, Mann. Ich brauche einen Schlüssel! Wo ist der Schlüssel, Mann? Kann ich da... Kann ich hier was... Entschuldigung, dass ich nicht von vornherein einfach Sachen kaputt machen will. Es tut mir leid. Jetzt schnell, bevor sie stirbt. She is stable. For now. Die ist hirntot. Ich habe mir viel zu viel Zeit gelassen. Did you manage to do anything? She is stable, Mrs. Perkins, but I will need to access her subconscious. But is it safe? How are you going to do that? As you have probably read in my book, I have some unique skills. They allow me to explore a person's subconscious. I'll find out what's tormenting your daughter. I need to stay focused for several minutes, so please leave. I will call you when it's done. I will make sure that none bothers you. Be strong, Sandra. You are in good hands. There are definitely too many things here to distract me during meditation. The television and that creepy cat. Okay, wir schieben Hallus. Offensichtlich. Bereite dich darauf vor, das Unterbewusstsein des Mädchens zu betreten. Das kann ich also auch. Ich kann mir nicht nur sehr, sehr viel Zeit lassen, um Leuten das Leben zu retten. Ich kann offensichtlich auch ein Unterbewusstsein betreten. Das piepst schon gefühlt seit einer halben Stunde. Das ist halt echt so. Das piepst übrigens weiter. Jetzt habe ich einen anderen Piepston. Guck, wir gehen jetzt erstmal in die Katze. Und neben uns die Batterien, ganz klar. Ich will aber beide haben, ja. Wir klauen erstmal die Batterien aus der Katze. Hä? Wird der Fernseher nicht mit Batterien betrieben? Ich verstehe das gar nicht. Was mache ich denn jetzt mit den Batterien und mit dem Pflaster? Ah, gucke mal. Ah, ach so. Jetzt, klar, natürlich, die Fernbedienung. Oh, und jetzt können wir beides miteinander kombinieren, oder? Das Game ist echt Trash. Das hat 1 Euro gekostet. Das kann kein Trash sein. Das ist hundertprozentig gut. Oh, hä? Wie geht denn das? Kann ich das jetzt miteinander kombinieren? Wie kann ich Sachen kombinieren? Ah, hier, warte. Interagieren? Ah, und hier benutzen. Hm. Nee, fertig. So. Und jetzt kann ich hier die Fernbedienung benutzen. Was? Fernseher zerstört und Katze verschwinden lassen. Das ist ein Wimmelbildspiel, was wollt ihr, Leute? Aber die sind so richtig schön trashig. Sie haben Schneestürme vorhergesagt. Ja, das sieht man auf dem Bild. Und ja, eigentlich gibt es Schnee auf dem Bildschirm. Ihr sag ich ja. Was gibt's denn hier sonst noch? Hier war ja eigentlich nichts. Ich guck nochmal auf den Tisch, vielleicht war da noch was. Hier die Brille. Oh, ey, es gibt sogar Sammelobjekte, Leute. 1 von 32. Die finden wir alle noch heute. Was kann ich denn sonst noch hier machen? Aufnehmen. Ah! Oh, es gibt sogar 32 Geißböcke. Also hier kann ich nichts machen gerade. Vielleicht gibt es ein Pflaster auf dem Fernseher. Nein, doch nicht. Hä? Interagieren? Ich muss ihr Unterbewusstsein abchecken. Kann ich das mit der Fernbedienung machen? Kann ich dann umschalten? Ihren Kopf oder wie? Ich kann hier nichts tun. Leute, was soll ich machen? Links auf dem Stuhl erscheint und verschwindet öfters mal ein Tier. Echt?
Ist das der Ziegenbock gewesen? Habe ich den jetzt den habe ich doch jetzt aber, oder? Und Toffee ist immer noch total begeistert vom Game. Hey, das ist das mega geilste Game der Welt. Dafür würde ich auch 50 Euro zahlen. Ah ja, das war der. Okay, alles klar. Dann sind wir da jetzt durch. Wieso hat meine Lupe eigentlich ein kleines wedelndes Schwänzchen? Nee, also hier können wir gerade nichts machen. Wieso ist die Fernbedienung nicht... Warte mal. Wieso kann ich die Fernbedienung eigentlich nicht wählen? Defekte Fernbedienung. Ach so, nee. Hä? Aber wie kann ich denn jetzt das Pflaster auswählen oder die Fernbedienung? Ich verstehe es nicht. Ach so, zoomen. Entschuldigung. Oh, ich trottel. Ja, und jetzt müssen wir... Natürlich. Weil wenn du Batterien in eine Fernbedienung legst, dann funktioniert der Strom nicht. Nein. Da fehlt noch ein Pflaster. Sonst ist den Batterien nämlich kalt. Und die funktionieren nur, wenn es ihnen schön muckelig warm ist. Jackie, hi. Ich glaube... du solltest nicht wiederkommen. Haben jetzt ernsthaft du den Scheiß gemacht, um das Fernseher auszumachen? Jetzt einfach den Stromstecker gezogen. Name zensiert. Gute Nacht wünsche ich dir. Wir gehen jetzt in ihr Hirn rein. Passe Elemente von Sandras Unterbewusstsein. Oh. Was mache ich hier gerade? Ich klicke einfach nur wild umher. Und ich weiß nicht, was es mir bringt. Irgendetwas tue ich hier gerade. Und da ich so mega intelligent bin, weiß ich einfach nicht, was ich hier tue. Ach, ich muss es in die richtige Reihenfolge bringen wahrscheinlich, ne? So ist richtig. Ah, wir müssen das Gitter da machen. So, jetzt hier. Oh, da war es richtig. Warte. So. Oh, das ist so hochkomplex. Zum Glück gehöre ich zu den intelligentesten Menschen auf YouTube und deswegen ist mir das nicht zu schwer. Irgendwann finde ich es raus. Oh. Okay, irgendwo in der Ferne vollzieht eine junge Frau den Geschlechtsakt. Lasst uns danach gucken. Jetzt nehme ich mal den Ziegenbock erstmal, wir brauchen 32. Alter, die schreit. Ich muss mal kurz den Ton ganz laut machen, damit ihr das hört. Das ist widerlich. Es tut mir leid. Oh, guck mal, ein Mond. Alter, wie hier abgeht. Wenn die in Lebensgefahr ist, falls sie wirklich in Lebensgefahr sein sollte, bitte, dir helfe ich doch nicht. Konzentrieren. Die ist so beklackt. Oh Gott, was ist das hier? Okay, warte mal. Das kann man doch bestimmt benutzen, oder? Was ist das? Ein köstlich süßes Getränk, auch gut geeignet zum Spülen von Rohren. Ich schreie. Die macht da so komische Geräusche im Hintergrund. Hier, Flaschenöffner. Ah, doch nicht. Ach so, warte mal kurz.
Warte mal, wenn ich jetzt hier rausgehe und gehe ins Inventar und mache hier mein Zoomen, kann ich doch eigentlich den Flaschenöffner benutzen. Guck mal hier. Hör auf zu stöhnen da hinten. Das ist ja widerwärtig. Okay, gibt es sonst noch was wir angucken können? Hier. Hier kann ich hingehen. Okay. She seems to be trapped in her own subconscious. We need to get her out somehow. Ich brauche viele Schlüssel. Oder kann ich einfach das süße Getränk da drüber kippen? Das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Okay, es hat eigentlich auch nicht funktioniert. Ich habe einfach nur das Zeug darüber gekippt und also die stöhnende Frau, die geht. Also wirklich. So, ich muss hier irgendwo. Ich muss auf jeden Fall die ganzen Schlüssel hier reinkriegen, aber wir sind ja noch lange nicht fertig hier. Wir müssen ja offensichtlich noch überall hingehen. Zum Beispiel zum Platz. Und uns das Kleid angucken. Und das gleich mal anziehen. Okay, wir haben einen Ärmel. Ich brauche noch einen Ärmel. Warum? Keine Ahnung, wofür brauche ich denn den ersten Ärmel? Nee, das hat keinen Sinn. Oh Gott, hier kann man so viel machen. Oh, guck mal hier. Da kriege ich doch bestimmt was raus. Hä? Das geht nicht? Hä, mit so einer Büroklammer kann man doch rumfuchteln, bis die Münze rauskommt, oder nicht? Zoomen. Oh, guck mal. Oh, guck mal, die machen... Die fliegen. Hä? Ich brauch den Schlüssel. Oh, und noch ein Gegenstand gesammelt. Das ist schwierig. Brawl Boy Brawler, hi. Kann die Frau nicht leise sterben? Lass die arme Frau. Die hat gerade richtig Spaß. Da war noch ein Ziegenbock, ich habe keinen gesehen. Ich gehe mal ins Restaurant, vielleicht wartet da auch noch ein Ziegenbock auf mich. Oh, ich stöhne immer noch. Alter, das ist so schlimm. Ich brauche noch was. Hä? Ich bin am Überlegen. Da komme ich nicht weiter. Da komme ich nicht weiter. Wieso geht das nicht? Ich kann doch mit diesem, mit der Büroklammer da das Schloss knacken, oder nicht? Ah, hier. Das kann ich auf jeden Fall noch aufnehmen. Und hier brauche ich die Münze. Das ist ganz klar. Okay, ist eine Schallplatte. Hier war ich ja auch... Ah, warte mal kurz. Kriege ich hier mit dem Ding was... Ah... Genau. Ich hätte den Reißverschluss nämlich mit eigenen Händen nicht aufgekriegt. Ist schwierig, so einen Reißverschluss aufzukriegen. Ich stehe auch immer am Pissoir, wenn ich unbedingt aufs Klo muss. Und denke mir so, Alter, geht nicht. Und dann pisse ich mir immer in die Hose, weil mir keine Büroklammer gerade da ist. Hä? Ja, erstmal Ohrenstäbchen. Machen wir uns erstmal die Ohren sauber, damit wir die stöhnende Frau besser hören können. Was spiele ich hier eigentlich gerade? Brachidios, hi. Oh Gott.
Oh Gott. So, was habe ich im Inventar? Ohrenstäbchen, ein Messer und... Vielleicht kriege ich mit dem Messer das Ding hier raus. Nicht? Mit Ohrenstäbchen. Nee. Mit dem Messer muss... wir sägen das Ding ab. Jetzt. Vorhänge, Schloss, Schlüssel. Alles klar. Und damit gehen wir jetzt zurück und können dann hier eins von den Dingern öffnen wahrscheinlich, ne? Ha! Siehste? Und jetzt sind wir genauso weit wie vorhin. Oh. Hä? Aha! Okay! Okay, das kommt nach da. Wir müssen die alles in blau hinkriegen, oder? Ha! Guck mal! Ey, ich bin voll intelligent. Die stöhnt übrigens immer noch. Wir müssen erstmal den Ziegenböcken die Ohren sauber machen. Okay, womit wir die Falltür greifen können, das wäre wahrscheinlich dieser Holzpflock, den wir da gefunden haben. Aber ich brauche die Münze. Ich muss eine Münze finden, genau. Was machen wir mit den Ohrenstäbchen? Hä? Was soll man da überhaupt noch machen? Ich meine, ich sehe hier die ganze Zeit interagieren, aber... Eine beklemmende Dunkelheit. Ach, da muss was Helles rein. Okay, alles klar. Hier ist nichts mehr, oder? Ah doch, hier ist noch was. Ha! Ein Klopfer. Okay, damit klopfen wir an, weil die Frau, die ist bestimmt auch sehr, 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 sehr... ja, sie möchte halt nicht gestört werden. Die stöhnt ja auch ewig viel. Josi, ciao! Was kann man denn hier machen? Entschuldigung, ich habe vergessen, der Puppe den Arm abzureißen. Daran habe ich nicht gedacht. Entschuldigung. Ja. Was? Das geht nicht? Was? Toffi, an der Ecke beim Kleid ist der Ziegenbock. Was? Ist ernsthaft? Nee. Da ist nix. Ach, da! Ach so, doch, da! Stimmt! Oh, dankeschön. Danke für den Hinweis. Was mache ich jetzt mit diesem komischen Gedingse? Kann ich das da einsetzen? Tatsächlich. Und dann können wir da reingehen. So, Leute, jetzt wird es ganz interessant bei Wimmelbildspielen. Jetzt heißt es nämlich, wo ist Walter? Nur, dass Walter in diesem Falle ganz, ganz verschiedene Gegenstände ist. Zum Beispiel Hausschuhe. Oder ein Turm oder eine Flöte. Oder eine Eule oder ein Schaf. Da ist eine Eule. Da ist ein Schaf, oder? Ja. Tasse, drei Tassen brauchen wir. Da ist eine mit einem Hähnchen drauf. Da ist noch eine Tasse. Und wo ist die letzte Tasse? Ich habe nicht alle Tassen im Schrank, deswegen suche ich sie. Die da. Ah! Oh, Alter, ich bin gut. Ja, Ziegenböcke sind immer gut zu helfen. Ja, die sehe ich offensichtlich nicht so. Schneekugel, die ist da. Mohnblumen? 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 Ich habe keine Ahnung. Was brauche ich denn sonst noch? Eine Kuhglocke. Alter, ich sehe nichts. Ich bin blind. Wo ist denn hier eine Kuhglocke, Alter? Ein Spielzeugzug. Oh, guck mal, wir warten, bis er kommt. Ich warte noch mal kurz. Hä, hey, was? Hä? Hey? Komm jetzt. Hä, hey, was? Hä? Hey?
den Spielzeugzug! Ist das Spiel kaputt? Danke! Boah, Alter. Da ist eine Flöte. Hausschuhe. Das ist ein Hausschuh. Ein Turm. Turm könnte alles sein, ne? Ein Handbeil? Ah, das hatte ich doch vorher schon irgendwo gesehen, ein Handbeil. Das war hier, das da. Ja, gut. Aber wo sind Mohnblumen? Ich sehe hier keine. Ein Turm? Kuckuck. Kuckuck. Der ist bestimmt da drinne. Ich weiß nur nicht, wie ich ihn kriege. Ah, hier, mit dem Schlüssel kann ich was aufmachen. Aber was? Ach so, mit dem Schlüssel macht man den Kuckuck auf, ganz klar. Mhm. Der Kuckuck kommt nicht zu aller vollen Stunde. Ich hätte das Ding nicht drehen können. Mhm. Ganz klar. So, wo ist jetzt der Turm? Der da, ne? Kuhglocke und Mohnblumen noch. Ach, die da. Hey, so, jetzt, wo sind Mohnblumen? Das sind keine Mohnblumen. Das sind rote. Bin ich jetzt blind? Ich finde keine Mohnblumen. Ich bin blind. Ich bin nicht nur blöd, ich bin auch blind. Robin Hassler, hi. Du kommst gerade recht, wo alle verschwinden. Wo sind hier Mohnblumen? Das Spiel ist verbuggt, das gibt's gar nicht. Da waren Mohnblumen. Im Ernst jetzt? Hallo, Puo. Hey. Ne Lampe fehlt mir noch. Ne Lampe. Hier, die. Oh, ich hab die Lampe.